Moin Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraria und ja, heute wollte ich, also in dieser Folge wollte ich mein Haus hier mal weiter ausbauen. Wird mal Zeit, das Haus, mein Terraria ein bisschen auszubauen, ist schon ein bisschen klar, also es ist ein bisschen klein wirklich. Wo sind die Zombies, aber die sterben ja gleich. Und ich würde sagen, wir gehen gleich hier durch. Und ja, was ich anmerken wollte, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass dieses Remake am Schluss jetzt weg ist. Das stimmt nicht ganz, nimm's mir nicht übel. Wenn es sollte manchmal mal da stehen. Das heißt, jetzt so Terraria-Videos. Die sind am Ende nur 5 GB groß. Das heißt, kann ich dann durch das Programm durchgehen lassen. Irgendwie, dieses kostenpflichtige Programm, das möchte keine Dateien von 10 GB hier aufnehmen. Deswegen so nicht gerade aufwendige Videos wie Terraria oder sowas. Da wird Remake am Schluss bestimmt nicht weg sein. Also, wenn es soll da sein sollte, dann ist es eben da. Wenn es nicht da ist, ist es eben nicht da. Ist immer unterschiedlich. Das heißt, manche Videos sind mit Remake, manche ohne. Ich meine, ich starte jetzt in diesem Video eine Umfrage. Stört es euch, wenn Remake am Schluss da ist oder nicht? Schreibt bitte in diese Kommentare rein, die das Video jetzt hier mitbringt. Ja, würde mich mal interessieren, ob es euch stört oder nicht. Ich freue mich über die Kommentare natürlich, dass ich weiß, was ich verbessern kann. Gut. In der letzten Folge hatten wir ja die Welt hier ein bisschen erkundet. Hier sieht schon sehr groß, hinten war auch eine Wüste. Hier. Jo. Und bei Terraria sind auch keine scheiß Streifen. So ein 5 mm Streifen unten. Ist ja auch scheißegal. Ja. Gut. Wie machen wir das jetzt hier? Wir sind ein bisschen so. So würde ich sagen. Oh, wir brauchen Holz mit. Lieber Terraria-Mann, warum hast du das gerade hingesetzt? Hast du nicht den gewissen Touch? Okay, wir müssen doch ein bisschen mehr haben, Leute. Wir müssen ein bisschen. Und die Sternschnuppe ist weg, wo da gerade vorhin war. Oh Gott. Tschuck, tschuck. Macht's immer. Hui, eine Engelsstatue. Wo ist unsere Axt? Unsere Axt. Haben wir doch schon mal das Problem bei Terraria, oder? Bei Terraria haben wir schon mal das Problem. Dass die Axt plötzlich weg war. Die Axt. Die Axt. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen mit einem anderen Dings rein. Ah, Gott. Mit Sashi gehen wir da einfach mal rein. Terraria LP. Da haben wir doch die Axt. Ah, doch, Leute, da waren wir stehen geblieben. Wir hatten ja Pfeil und Bogen, stimmt ja. Ah, ich Schlauberger schon wieder. Fackeln hatten wir ja auch, stimmt. Wir waren mit dem hier gewesen. Deswegen muss ich den Speicherstand Sascha löschen nachher. Okay, werde schon mal tun. Jetzt bauen wir erstmal etwas Holz ab. Ja, und einige haben natürlich auch gefragt, wie lange Terraria geht. Also ich hatte vor, so erstmal 50 Folgen Terraria. Das reicht erstmal. Dann natürlich Terraria Staffel 2. Schreibt mal wieder in die Kommentare, ob Staffeln oder nicht kommen sollen von diesem Spiel. Ja, dann wird das ja alles ergeben. Da haben wir ein Kaktusschwert, stimmt, da hatten wir ja auch das Kaktusschwert. Ah, das ist unser alter Spielstand, okay. Alles noch da, Leute, alles noch da. Anscheinend hat die Steam Library gespeichert. Schade, dass Mafia 2 gelöscht wurde. Ganz aus der Steam-Datei. Ja, meine Katze, die ist. Oh, die ist gerade hier unterm Tisch in seiner Box. Weil ich habe hier unterm Tisch so einen kleinen Schlafplatz für die eingerichtet im Schrank. Unten drin habe ich die Schranktür einfach aus. Hier unten, also hier neben an dem Schrank. Einfach ein bisschen dran rumgefummelt und dann. Ja. Also nicht die Schranktür rausgebaut. Ich habe einfach ein bisschen rumgefummelt, dass da sein Paket, da wo der immer drin liegt, in so einem alten Paket von der Post, hat er sich da eingerichtet. Dann, liegt der gern drin. Habe ich so gedacht, okay, mache ich dem einfach da ein Schlafplätzchen draus. Und da schläft er jetzt. Neben oder unterm Tisch, ist unterschiedlich. Ja.
Und noch eine gute Neuigkeit, die Phantomspeisung von meinem Kondensatormikrofon ist bestellt. Das heißt, Mitte Januar wird dann mit dem neuen Mikrofon höchstens aufgenommen. Oder vielleicht auch schon nach Weihnachten. Weil an Weihnachten kriege ich es ja, ob da bis dahin die Phantomspeisung von eBay da ist. Kann ich euch nicht genau sagen, aber scheiß drauf. Ich lasse das Mikrofon hier, benutze ich dann für Laptop-Aufnahmen, weil, Leute, was macht man, wenn man im Urlaub ist? Ja, ich habe einen WLAN-Stick mit 4G. Mit 4G, hau ab. Also meistens 3G, weil der läuft meistens immer schnell ab. Ist von Huawei, natürlich auch hier wieder keine Schleichwerbung. Ich möchte nur die Marke ernennen von diesem wunderschönen Gerät, wo ich überall Internet habe, auch in der Wildnis. Ja, und da lade ich dann eben Videos aus dem Urlaub hoch. Deswegen, es kann manchmal passieren, wenn ich im Urlaub bin, dass, ja, da mache ich eh meistens Follow Me Round Video. Follow Me Round Urlaub hier. Ja. Jo! Und es kann auch sein, Leute, dass morgen das erste Video auf Sashi TV erscheint. Also ist ja schon ein Video drauf, ich weiß. Von meiner Katze so ein random Video, einfach mal so hochgeladen. Ja, dass da dann ein Video kommt, weil ich gehe morgen was erkunden. So. Ich versuche nämlich morgen. What the fuck? Wie bist du da durchgekommen? Du kleiner Penner? Ja, weil ich versuche nämlich morgen, in. Ja, der, wo es jetzt kennt, bei Kirn in Hochstetten. Da, an den Felsen da, irgendwie ranzukommen. Also, ist sehr gefährlich, ist sehr steil. 200 Meter geht es dann in den Abgrund runter ungefähr. Ist sehr steil, deswegen, es kann passieren. Ah ne, Kallenfels heißt es doch, Kallenfels, sorry. Burg Kallenfels, diese Felsen da oben. Da will ich morgen ein bisschen rumklettern gehen, ein bisschen erkunden, ein bisschen grillen und so weiter in der Wildnis. Ihr wisst es, so schönes Adventure mal mit der Familie hier machen. Ja, so möchte man es doch. So, was machen wir denn jetzt als nächstes hier? Eine, Holz. Holzwand brauche ich doch. Okay, man kann viel aus Kaktus machen. Ist voll cool. Kostet aber sehr viel. Kaktus Bath Hub. Okay, machen wir uns auch mal ein Bett hier. Wo ist aber unsere Dings? Unsere Holzwand. So, genau. Und wie gut ist so eine Spitzhacke? Auch gut, ja. Hammer haben wir hier, genau. Hammer brauchen wir ja. Ich mag Terraria wieder, ich mag es wieder. Ich muss nochmal auf dem Laptop wieder drauf machen. Hoffentlich klappt das hin mit 40 Holzwänden. Ah. Wie ich es immer hasse, wenn man so, kennt ihr das? Man möchte gähnen und, stoßt dann irgendwie auf, dann macht es immer so, macht das dann immer, das nervt voll. Auch während der Aufnahme auch immer so, dann, oh. Luft im Bauch und gähnen, ja, passt gut. So, haben wir das gleich hier. Und ja, jetzt geht auch eine Terraria-Folge 15 Minuten. Dank mir und dank meinem PC, wo jetzt bald eine neue SSD oder wie das heißt reinkommt. Also mehr Speicherplatz und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Wie immer mein gutes altes Wort, ihr wisst, was ich meine. Nein! Boah, komm, geh da hoch. So,
Es wird ja reichen. Ja, das reicht schon mal pro. So. Ungefähr, Leute. Einmal hier. Nee. Eins oben drüber. Kleiner Schlingel. Gut, Leute, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen geupgradet, aber nur ein bisschen. Gut, jetzt bauen wir, ich habe auch noch vor, ein bisschen höher das Haus zu bauen. Let's go. Natürlich der allseits bekannte Knick hier im Haus, der bleibt. Wir bauen einfach so oben drüber. Was soll das? Eine Engelsstatue des Unglücks. Ein bisschen bauen kann man ja auch mal machen. Ich meine, in den nächsten paar Folgen können wir natürlich auch mal voll eine auf Höhlenerkunder hier machen. Alles mal ein bisschen vorgebaut hier. Wir bauen ein richtiges hohes Haus, bauen wir hier hin. Auch das Bauen ist schön in Terraria. An dieser Stelle erwähnt sei das. Ja. Oh, ich freue mich auf ein neues Mikrofon. Oh Gott, Weihnachten, wann kommst du endlich? Und ja, Leute, ich habe auch eine Liste jetzt gemacht, also die offizielle Liste, wann was kommt eben. Also, Leute, ich habe es, glaube ich, schon in meinem Video gesagt, aber da war es nicht so vollständig. Am 6., also übermorgen morgen, also am Sonntag, kommt das Nikolaus-Special. Da mache ich was mit Minecraft. Dann am 14.12. wird mein Kanal 2 Jahre alt, da gibt es eine Überraschung. Dann am 24.12. kommt das Heiligabend-Special, da spiele ich den Weihnachtssimulator in diesem Kaufhaus da. Haben schon viele gespielt. Und ja, und am 30. kommt dann eben das Silvester-Special. Ja. Ist halt mehr lange, Leute, bis zum 30. Ist bald Silvester. Yay. Und ich mache natürlich auch ein Video, wo ich live mit euch reinfeiere in Silvester. Das wird schon lustig, glaube ich. Das wird richtig lustig. Ja. Okay, aber erstmal machen wir jetzt mal ein paar Dinger hier. Natürlich bis dahin kommt natürlich jeden Tag ein Let's Play hier. Jeden Tag kommt ein Let's Play auf meinem Kanal hier. Komm. So 10 Stück werden ja reichen hier. Nein, wir haben ja 344 Holz. Ach, was ist das? Wen juckt das? Wie viel Holz wir eigentlich? Nein. Genau. Na toll. Ich hab's gewusst. Alles klar, ich hab's gewusst. Wir müssen etwas tiefer legen. Naja, scheißegal. Und schade, dass man auch mit der Axt kein Holz kaputt machen kann. Wäre ein bisschen realistischer gewesen. So, genau. Kann man ja so lassen. Vielleicht gibt's später mal so ganz kleine Kisten, wo man hier reinstecken kann. So, naja. Okay, vielleicht kann man ja auch irgendwann mal nochmal umbauen. So, ja. Da oben kommt das letzte Stockwerk noch drauf. Das kommt dann hier so. Ihr wisst auch, was ich hinaus möchte. Ich möchte auf den modernen Baustil hier raus in Terraria. Modern ist auch mal cool. Ich glaube, das hier ist das Mittelalter oder was das hier ist. Sieht jetzt ein bisschen unrealistisch aus, aber ich finde es cool, wenn jetzt noch die Wand hinten reinkommt, die wir heute noch herstellen werden müssen. Das sieht jetzt richtig cool aus. Ja, gehen wir jetzt erstmal herstellen. So. Holzwand. Mach mal so 100 Stück. Die werden ja reichen. 123 Stück. Ja, okay. Oh, ich mag dieses Spiel irgendwie. Es ist so geil, um wahr zu sein, dieses Spiel. Oh, das hinten war falsch. So. Genau. Oh, da brauchen wir mal ein bisschen mehr, glaube ich. Wie nur das bisschen hier. Ich glaube, das Holz wird heute aufgebraucht. Ja. Okay.
Nein, schon wieder daneben. Dann brauchen wir das ganze Holz eben mal auf. Mal so 200, 209, das wird ja jetzt reichen für den Rest hier. Jo, 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 jo. Ja, jetzt nochmal mit morgen. Morgen bin ich jetzt wieder nicht zu Hause. Da Hause. Morgen bin ich nicht nach Hause. Ja. Ich bin morgen nicht nach Hause. Okay. Also ja, schon morgen zu Hause und deswegen morgen kann nur dieses eine Video vielleicht auf Sashi TV kommen, aber nur vielleicht, wenn es mit der Internetverbindung klappt bei meinen Großeltern, weil da ist im Moment sehr schlecht mit der Internetverbindung. Ja. Nur wenn es klappt, Leute. Und es hat gerade geklingelt. Ach so, ist nur der Onkel von nebenan, okay, also der Nachbar. Ob's Onkel ist, weiß ich nicht so genau, ist aber gut, guter Bekannter, ja. Ist anscheinend wegen den Blumengießen, weil mein Patenonkel um drüber ja in Ägypten ist und deswegen, ja, ihr wisst, was ich meine, Blumengießen. Die gute alte Nachbarschaftsbeschäftigung und ja. So. Ja, gut. Das brennt schon mal gut hier. Das brennt richtig gut, Leute. Nein, eins oben drüber. Komm mal her. Oh, fuck. Ich habe gerade auf die Seite geguckt. Wir sind ja schon bei 17 Minuten. Okay, dann würde ich auch sagen an dieser Stelle, sorry, ist jetzt ein bisschen länger gegangen. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja gut. Und ja, dann, wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Über eine Bewertung natürlich auch freuen. Also würde ich mich natürlich freuen. Abo, Like natürlich auch. Und ja, dann, wie immer, ich bin jetzt raus aus dieser 2D-Minecraft-Welt. Und ihr haut wie immer fleißig rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer SaschiLP und noch einen geilen Abend.